Vor 10 Tagen hat Gerhard Schröder im Bundestag die Agenda 2010 verkündet und sie ist danach umgesetzt worden. Die SPD meint, das ist ein Grund zum Feiern. Wir als Linke sagen, das ist ein Grund, um auf die Straße zu gehen. Deswegen bin ich heute gemeinsam mit Bernd Rixinger und vielen Genossinnen und Genossen, auch erwerbslosen Aktivisten, vor dem Jobcenter in Neukölln. Und wir wollen hier ganz klar die Botschaft senden, was es jetzt braucht, ist nicht eine Agenda 2020, sondern eine Agenda sozial. Und heute, nun 10 Jahre später, feiert die SPD diese Agenda 2010. Und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sagt klar, Agenda 2010, das war ein Erfolg. Schauen wir uns doch mal an, was die SPD unter Erfolg versteht. Die Zahl der Leiharbeiter hat sich verdreifacht. Die Zahl der Minijobs ist auf über 7 Millionen angestiegen. Und wir wissen doch genau, Minijobs, das bedeutet am Ende Mini-Renten. So wird Altersarmut vorprogrammiert. Hier sagen wir als Linke ganz klar nein, denn wir sagen, es braucht eine Mindestrente statt Mini-Renten. Ich kenne niemanden, der hier eine reguläre, tariflich bezahlte Arbeit gefunden hat. Niemanden kenne ich. Aber ich kenne Dutzende Menschen, denen, die hier schlecht behandelt worden sind, die beschissen worden, die verarscht worden sind. Die Erwerbslosenversicherung, die Arbeitslosenversicherung ist im Zuge der Agenda 2010 geradezu pulverisiert worden. Nur noch jeder vierte Erwerbslose bekommt überhaupt Arbeitslosengeld 1. Die anderen sind auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen und das heißt, sie sind Schikanen ausgesetzt. Sie müssen sich, wie Bernd gesagt hat, ausziehen, nackig machen vor dem Amt und auch ihre Menschen, die mit denen sie zusammenleben, sind einer schikanösen Überprüfung ausgesetzt. Deswegen hat die Linke immer gesagt, Hartz IV, das ist Armut per Gesetz und wir ergänzen Hartz IV, das ist Schikane per Gesetz, das muss weg. Wir wollen Hartz IV ersetzen durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Nee, die Agenda 2010 ist von Rot-Grün durchgesetzt worden. Sie ist dann von der Großen Koalition fortgeführt worden und wird jetzt von Schwarz-Gelb auch noch verschärft. Ein aktueller Anlass ist der geplante Angriff auf die Prozesskostenhilfe. Das Schlimme ist ja, dass viele Sanktionen, die gegenüber Erwerbslosen verhangen werden, rechtswidrig sind. Das sehen wir an den hohen Erfolgsquoten. 40% der Widersprüche gegen Sanktionen bekommen Recht, 50% der Klagen bekommen Recht. Insofern muss man sagen, es lohnt sich, sich zu wehren. Das Problem ist natürlich, dass Menschen mit geringem Einkommen nicht so viel Geld haben, um sich jetzt immer den besten Rechtsbeistand leisten zu können. Und wenn man jetzt, wie es Schwarz-Gelb plant, die Prozesskostenhilfe angreifen will, ja abschaffen will, dann heißt das ganz klar, dass hier die Axt am Rechtsstaat angelegt wird.